Seuchenbringer. Betretet das Versteck des Alchemisten. Der wäre hier drin, ne? Oh, ich muss mir was zu trinken einführen. Ich habe mir vorgenommen, viel aufzunehmen, so 7 Folgen. Also in der Woche, damit ich viel Zeit habe für andere Sachen. Ach, mein Daumen hat knack gemacht, jetzt habe ich ihn gebrochen, toll. Bleibt wachsam. Hey. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Ja, dann warte doch. Seht überall nach. Alle Beweise, die wir finden, könnten uns zum Heilmittel führen. Hau mal in die Rede. Dann möchte ich aber auch mal gucken, was ich hier noch mitnehmen kann. Hier ist eine Luke. Und Rezepturen. Was habt ihr gefunden? Was ist das? Zeug. Guck. Das ist das Rezept für die Lodos-Seuche. Wir haben es geschafft. Oha. Wartet. Was geht hier vor sich? Solche versuchen wir eine stärkere Version. Nicht! Alter. Nein! Oh, der wird sowas von leiden, der Typ, der es getan hat. Alter. Du stirbst jetzt. Ich werde meine Experimente mit eurem Körper fortführen. Ja, ist das so. Neue Bossmusik oder was? Krass. Sucht einen Lalu-Offizier. Der Seuchenbringer wäre tot. Der Hauptmann leider auch. Ich sagte es euch doch, Varon. Unser Champion überlebt alles. Was ist da drin geschehen? Wo ist Diri? Er ist tot, oder? Wir haben den Schöpfer der Seuche getötet, aber Diri fiel in der Schlacht. Dann starb er tapfer. Habt ihr da drin irgendetwas erfahren, das uns helfen könnte? Das Labor der Alchemisten ist in dem Ruin. Seine sämtlichen Notizen zu der Seuche sind direkt dort drin. Gelobt sei Vivek. Mit den Notizen können wir endlich ein Heilmittel herstellen. Die Leidgeborenen sind ihrer eigenen Seuche zum Opfer gefallen. Die Händler kehren bereits in ihr Lager zurück. Was ist mit den Seuchenwolken? Der Inhalt der Kisten war extrem stark, aber auch sehr kurzlebig. Er verflog ebenso rasch wieder, wie er aufwallte. Und wir haben keine weiteren Krankheitsfälle gesehen. Aber wenn dies Gramfeste erreicht hätte... Aber das war nicht der Fall. Aber wir dürfen in unserer Verteidigung nicht nachlassen. Das war nur ein Teil des Plans der Leidgeborenen. Aber fürs Erste ist die Schlucht und Gramfeste sicher. Bam. Ach, das ist so ein Kopfkratzen, okay? Die Obsidian-Schlucht abgeschlossen. Wir haben was? Ihr habt die Heilmittel für die Lodos-Seuche entdeckt. Seuchenender.
tötet Merdyndril, den Alchemisten, in der Obsidian-Schlucht und setzt die Lörderseuche ein Ende. Mit dem Tod des Alchemisten Merdyndril ist unser Kontrakt erfüllt. Ich bin nicht sicher, ob wir es ohne euch geschafft hätten. Was werdet ihr beide jetzt tun? Auf zu unserem nächsten Auftrag. Wir bekommen nicht sehr viel Zeit zum Ausruhen. Wir sind immer im Dienst und halten ständig die Augen offen. Geht ihr jetzt nach Gramfeste? Warum soll ich dorthin gehen? Jemand muss Ordinator Kilao sagen, was hier geschehen ist. Ihr scheint für diesen Auftrag verfügbar zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder begegnen werden. Hoffentlich liegt es nicht daran, dass euer Name Teil eines Kontraktes ist. Ich kann es kaum erwarten. Doing. Bekommen eine Nachricht für Gramfeste. Beziehungsweise eher eine E-Mail von Gramfeste hier. Gramfeste. Oh nein! Novas Geheimmission, Missionspaket 2 ist jetzt verfügbar. Für StarCraft 2. Ja, cool! Muss ich mir gleich holen. Ich hab's mir schon geholt. So. Brauchen mir keine E-Mail schicken, wenn ich das schon hab. Ja, man kann sich sich's vorreservieren und das habe ich gemacht. Irgendwann werde ich mal spielen. So. Vielleicht gibt es irgendwann auch mal ein StarCraft 2 Let's Play. Ist nicht ausgeschlossen. Kann ich direkt vorweg sagen. Ja, genauso viel wie Mass Effect, Remember Me. Die Reste von Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2. Davon noch die Addons alle. Ich habe so viel noch zu tun, dass es schon anfängt zu brennen hier. So. Wohin führt uns jetzt die Geschichte? Auf jeden Fall ist mal eine Nachricht für Kramfeste. Ich möchte aber zurück hierhin. Nee, da werde ich ein Reittier nutzen. Gram nach Narsis zu reiten bringt nichts. Ich werde nämlich dahin und dann hier nach unten, ja. So, wenn wir Gramfest übrigens durch haben, haben wir die Hälfte von Dishan erreicht. Nicht, dass ich je fertig werde. Mein Reden. So. Ich glaube, ich lief gerade in die falsche Richtung. Ja, so ist richtig. Diese Arbeit endet nie. Diese Arbeit endet nie. Endet nie. Endet nie. Diese Arbeit endet nie, endet nie. Kommandant Renly steht einfach nur so rum. So, dann gehen wir nämlich an dem Wegschrein hier vorbei. Immer geradeaus. Die Hütte der alten Eder interessiert mich nämlich nicht. Ich will nicht nochmal mit solchen Höhlen kämpfen. Ja, alles richtig. Hier, dann nach links. Oh. Das ist direkt schon ein Weltboss zu sehen. Und ein Mungusstein. Den will ich ja natürlich dann haben. Ich glaube, es wird langsam Tag hier in dem Spiel. Wisst ihr, was das Beste eigentlich an dem Spiel ist? Dass man in die Ferne gucken kann und sagen kann, dort hinten, da kann ich tatsächlich hingehen. Das mag ich so an Open World spielen.
Okay, der Boss ist ein Netsch. Aua. Nee, stimmt gar nicht. Oh, der Abscheulichkeit. Der Abscheulichkeit? Tolle Übersetzung. Die Abscheulichkeit. Typus Weltboss. Stufe Champion 70. Schwierigkeitsgrad tödlich. Den Hain der Abscheulichkeit entdeckt. Der Turm entdeckt. Ja, gut, man kann auch sagen, den Turm. Ich glaube, ich bleibe bei die physische Resistenz. Die habe ich ganz gerne. Sah von hinten aus wie ein Skiver. Und da kommen wir schon zu Mutgnar, der nächsten Ebene. Solch ein Schreck. Ich war überhaupt nicht bereit dafür. Das Tribunal stehe uns bei. Braucht ihr Hilfe? Hilfe? Dafür ist es zu spät. Wir kümmerten uns um die Siechen, als die Viriansu uns ohne jede Vorwarnung angriffen. Sie töteten jeden im Kloster Mutgnar und setzten dann alles in Brand. Sie warfen Menschen in die Flammen. Wer sind die Viriansu? Es sind heidnische Aschländer, die jenseits des Lichts und des Schutzes des Tribunals stehen. Ich will gar nicht weiter darüber nachdenken. Wenn ihr wirklich helfen wollt, dann findet Heiler Sena. Er hat einige der Überlebenden außerhalb von Mutgnar um sich gescharrt, weit weg von den Patrouillen der Viriansu. Ich werde Heiler Sena finden. Ihr helft den Überlebenden des Klosters Mutgnar. Eher gebunden. Och. Wusste gar nicht, dass direkt hier Gegner sind. Hätte ich das gewusst? Seid stark. Jemand muss... Was? Oh, ich hielt euch für einen der Aschländer. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was muss ich denn tun? Ihr dann tun? Meine Brüder und ich haben einen Pakt geschlossen, die Vorräte der Viriansu zu verbrennen. Sie haben bei ihrem Angriff auf Mutgnar unseren Vater getötet. Ich habe eine klare Vorstellung davon, welche Kisten ich verbrennen wollen würde. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich neige einfach nicht zur Gewalt. Manchmal muss man seine Grenzen kennen. Ich weiß, aber ich kann nicht zu meinen Brüdern zurück, solange die Vorräte nicht brennen. Ich habe eine Fackel, aber ich bin kein Kämpfer. Ihr scheint mutig zu sein. Wenn ihr einfach nur hineingehen und die Vorräte in Brand stecken müsstet, würdet ihr das schaffen? Ihr könntet mich später nördlich von Mutgnar treffen. Ich treffe euch auf der Straße, soweit ich das Ende gebracht habe. Jedes Mal, wenn ich eine Quest kriege, kratzt sie sich am Kopf. Das finde ich irgendwie niedlich. So, Vesper. Vesper, ja. Möchte aber noch vorher nach oben. Ist auch nochmal irgendwie so ein Typ. Die haben vielleicht eine Kombi-Quest, die mich nach unten bringt. Solch Zerstörung. Solch Verschwendung von Leben. Dieses Gemetzel war völlig unnötig. Was ist hier geschehen? Wir wurden von den Viriansu überfallen, einem Stamm heidnischer Aschländer. Sie haben Mutgnar, diesen Ort der Heilung und Zuflucht, angegriffen und Mönche und Kranke gleichermaßen getötet. Wir sind ein einfacher Orden, der die Träne des heiligen Velot einsetzt, um den an der Loddersseuche Erkrankten zu helfen. Wie kann ich euch helfen? Ich habe so viele Überlebende um mich versammelt, wie ich konnte. Aber die Viriansu haben Gefangene genommen. Sie werfen sie in die brennenden Gebäude. Unser Ordensführer Dolril Belverin ist immer noch dort.
Er sucht nach Überlebenden und versucht, die Träne des heiligen Velot zu verteidigen. Ich werde Doril Belwain finden. Ich mache mir Sorgen um Doril Belwain. Ich befürchte, dass unser Orden in solch schlimmen Zeiten ohne seine geistige Führung auseinanderfallen wird. Trotzdem beharrt er darauf, dass die Träne des heiligen Velot in unserem Besitz bleibt. Er kann es nicht ertragen, untätig zu sein, während andere leiden. Und deshalb hält er in Mutgnar aus. Warum ist die Träne des heiligen Velot so wichtig? Velot vergoss die Träne, nachdem er die Chima aus Sommers End nach Morrowind brachte. Das Artefakt hat die Macht, Krankheiten zu heilen. Wir waren zwar nicht in der Lage, die Lodos Seuche zu heilen, aber die Träne kann dafür sorgen, dass die Seuche die Körper der Kranken weniger schnell auszehrt. Warum haben die Aschländer angegriffen? Ich weiß es nicht. Sie verehren Velot, nennen ihn den Propheten. Sie hassen diese Seuche und wollen die Reliquie wahrscheinlich für sich selbst. Aber sie haben unsere Arbeit gestört und jetzt sind überall Seuchenhöhlen. Was sind Seuchenhöhlen? Brutale, hirnlose Monster. Ohne unsere beständigen Gebete, um die Macht der Träne zu lenken, wurden viele der Kranken plötzlich von der Seuche übermannt. Sie verwandelten sich in diese Kreaturen. Stützt sich euer Anführer sehr oft in Gefahren? Die ganze Zeit, wenn ihr es wissen müsst. Doril ist einzigartig. Obwohl er der Führer eines Ordens friedliebender Heiler ist, ist sein Tatendrang groß. Er kann nichts dagegen tun, er wird von Ärger angezogen und er will immer Gutes tun. Es ist sehr verwirrend für den Rest von uns. Tja, das stimmt allerdings. Kratzen wir uns wieder im Kopf und tschüss.